Neben Hautkrebs ist Darmkrebs die dritthäufigste Krebsart, die in den Vereinigten Staaten diagnostiziert wird. Wenn du eines der in diesem Video beschriebenen Symptome feststellst, solltest du mit deinem Arzt sprechen. Es könnte nichts sein, aber es lohnt sich, sich untersuchen zu lassen. Das National Comprehensive Cancer Network empfiehlt, im Alter von 50 Jahren mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen zu beginnen. Es ist wichtig, zunächst die Risikofaktoren zu kennen. Viele lebensstilbedingte Faktoren werden mit Darmkrebs in Verbindung gebracht. Nach Angaben der American Cancer Society sind die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Gewicht und Bewegung und dem Darmkrebsrisiko mit die stärksten für alle Krebsarten. Welche Symptome auf Darmkrebs hindeuten, zeigen wir dir heute. Nummer 1. Anhaltende Übelkeit und Erbrechen. Übelkeit und Erbrechen können laut Johns Hopkins Medicine ein Anzeichen für Dickdarmkrebs sein. Übelkeit und Erbrechen können auftreten, wenn ein Dickdarm- oder Mastdarmtumor den Darm verstopft und den Durchgang von flüssigen oder festen Abfällen oder Gasen behindert. Eine Darmverstopfung kann auch mit schmerzhaften Bauchkrämpfen, Blähungen und Verstopfungen einhergehen. Wenn du anhaltende Übelkeit, Anzeichen von Dehydrierung oder Erbrechen hast, das länger als 24 Stunden anhält, solltest du sofort einen Arzt aufsuchen. Nummer 2. Müdigkeit und unerklärlicher Gewichtsverlust. Ungeklärter Gewichtsverlust und Müdigkeit sollten nicht ignoriert werden, denn beides sind mögliche Symptome für Darmkrebs. Plötzlicher und unerklärlicher Gewichtsverlust, rektale Blutungen oder Blut im Stuhl sind ein Grund zur Sorge. Anhaltender Durchfall kann zu Gewichtsverlust führen. Magenschmerzen und Übelkeit können deinen Appetit verringern, sodass du nicht genug Nahrung zu dir nimmst, um dein Gewicht zu halten. All diese Probleme sowie eine Anämie können zu Schwäche führen. Nummer 3. Veränderung der Darmgewohnheiten. Veränderungen in den Darmgewohnheiten, zum Beispiel ungewöhnlicher Stuhlgang, sollten ernst genommen werden. Auch wenn du in deinen 20ern oder 30ern bist, solltest du dich untersuchen lassen, wenn du rektale Blutungen hast, wenn sich deine Stuhlgewohnheiten ändern oder wenn sich dein Appetit ändert, wie zum Beispiel früheres Völlegefühl, Gewichtsverlust oder Bauchschmerzen, die sich einfach nicht erklären lassen. Nummer 4. Blutungen. Das wahrscheinlich häufigste Warnzeichen sind rektale Blutungen. Wenn du Blut auf dem Toilettenpapier, in der Toilettenschüssel oder mit deinem Stuhl vermischt bemerkst, solltest du deinen Arzt unbedingt informieren. Das Blut kann hellrot oder dunkler kastanienbraun sein. In der Regel handelt es sich dabei um stärkere Blutungen als bei Hämorrhoiden oder einem Schnitt in diesem Bereich. Wenn du Blut bemerkst, solltest du es nicht ignorieren. Ob du es glaubst oder nicht, rektale Blutungen können sehr lange Zeit ignoriert werden. Sie können in Abständen auftreten, das heißt, du hast sie vielleicht an einem Tag, dann verschwinden sie für ein paar Wochen und dann bekommst du sie wieder. Dadurch denkst du zwischendurch, dass es dir gut geht, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Nummer 5. Chronische Unterleibsschmerzen oder Krämpfe. Unterleibsschmerzen gelten als ein Symptom für Darmkrebs im Spätstadium. Du spürst möglicherweise anhaltende Schmerzen in deinem Bauchbereich und sich verschlimmernde Krämpfe, die auch nach dem Stuhlgang nicht verschwinden. Starke Blähungen können die Bauchschmerzen begleiten, ebenso wie Schmerzen im Beckenbereich. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BuddySculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!